Und willkommen zu einem neuen YouTube-Video mit mir. So lang ist es her, aber heute geht es endlich weiter. Wir malen in dem 642 Dinge zum Malenbuch oder im Original 642 Things to Draw. Wie schon im ersten Video erklärt, wird das bei mir hier eine Mystical-Edition. Wie auch beim letzten Mal werde ich einfach spontan durch das Buch blättern und ihr sagt Stopp, Stopp. Vier Themen hat die Doppelseite insgesamt, und zwar als allererstes Thema Mund, Schlagring. Bei dem hier musste ich ganz lange das googeln, und zwar bedeutet das entweder Maiskolben oder Maisfeld. Und das letzte ist Modeschmuck, also los geht's. So wie auch beim letzten Mal habe ich auch dieses Mal die Skizzen digital gemacht und dann mit einem Transparentpapier das Ganze übertragen. Ich habe es diesmal aus dem Video rausgelassen, denn sonst wäre es noch länger geworden. Wenn ihr aber irgendwann mal Lust habt, den gesamten Prozess zu sehen, dann könnt ihr mir gerne schreiben. Dann machen wir das auch mal in einem Video. Mein erster Gedanke beim Thema Modeschmuck waren diese riesigen türkisen Teller von Cusco, und zwar aus dem Film Ein Königreich für ein Lama. Lang ist her, und den wollte ich also malen. Ich habe, als ich angefangen habe auf Pinterest zu suchen, hatte ich eigentlich die Idee, den Charakter etwas zu verändern und diese Teller riesengroß zu machen, also so, dass sie ihn quasi bis zu den Schultern oder bis zur Brust hängen. Und dann bin ich aber auf ein digitales Bild gestoßen von dem Künstler oder Künstlerin Adikon, und ich habe mich sofort in dieses Bild verliebt und musste dann dieses einfach malen. Jetzt im Nachhinein denke ich, warum habe ich nicht demselben Bild einfach auch riesige tellergroße Ohrringe verpasst? Hätte ich doch kombinieren können. Keine Ahnung. Und das Schöne an der Geschichte ist, selbst wenn man sich ein Vorlagen nimmt, um das zu Übungszwecken nachzuarbeiten, entsteht im Laufe des Prozesses immer dennoch was Eigenes daraus. Gemalt habe ich das Bild mit dem Jelly Gouache von Artex bzw. Chemi. Das ist nämlich derselbe Kasten, nur mit jeweils einem anderen Logo drauf gedruckt. Für solche Sketchbook-Projekte benutze ich die Farben richtig gerne. Ich habe meine Farben schon ungefähr ein Jahr lang. Die können austrocknen. Bei manchen trocknen sie auch relativ schnell aus. Normalerweise muss man die auch sich ein bisschen Farbe rausnehmen und das geschlossen halten, die Farben. Beim Film lasse ich die aber offen, weil die einfach hübsch aussehen. Ich mache das jedes Mal so, dass ich, bevor ich die benutze, die Eimer mit Wasser besprühe, Deckel drauf, ein bisschen stehen lasse. Und wenn ich die dann länger nicht benutzt habe, einmal durchmischen. Eine Farbe ist mir mal komplett ausgetrocknet, und da gibt es Methoden, wie man diese Farben, wenn sie mal austrocknen, wieder reaktiviert, beziehungsweise wie man seine Jelly Gouache Farbpalette pflegt. Wenn ihr da mal Interesse habt an so einem Video, die Pflege einer Jelly Gouache Palette und das Reaktivieren ausgetrockneter Farben, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann machen wir das mal. Wie ihr gesehen habt, habe ich für das Gold einen Aquarellkasten benutzt. Den habe ich von AliExpress mit verschiedenen Metallic-Farben, und die sind einfach mega gut. Ich kenne keine anderen, aber diese sind mega gut. Und der Kasten sieht einfach super süß aus. Den Hintergrund habe ich mit einer Farbrolle bearbeitet. Ich hatte mir mal so ein Dreier-Set an Farbrollen bestellt, ich glaube bei Amazon oder so. Eigentlich sind sie dafür gedacht, um Tapeten glatt zu streichen beim Tapezieren. Aber die verwende ich jetzt seit neuestem zusätzlich zu der Spachteltechnik.
Das erste Thema Modeschmuck hat mir sehr viel Spaß gemacht, ging mir relativ leicht von der Hand. Ich habe es ein bisschen verkackt. Ich habe erstens, es ist bei mir wie immer eine Frau geworden, wenn ich einen Mann malen will. Das ist schon Standard. Und zweitens habe ich das Gesicht viel zu dunkel gemacht. Es gab einen Moment, da war es perfekt, da kurz nachdem ich mit den Buntstiften fertig war. Aber nein, ich musste ja noch unbedingt dicke, fette Fineliner-Outlines setzen. Keine Ahnung warum. Naja, das zum Thema, ich möchte sauberer arbeiten. Dann habe ich noch ein paar Highlights mit Weiß gesetzt und das Bild war fertig. Thema Modeschmuck. Ach so, kennt ihr den Maya-Kalender? Ich habe ihn auf diesen Kopfschmuck so ein Maya-Kalender drauf gemalt. Hat über eine Stunde gedauert. Wie man sieht, sieht man davon gar nichts im Video. Also habe ich es rausgeschnitten. Kommt weder auf den Fotos noch im Video rüber, weil dieser Glanz von diesem Aquarellgold dominiert halt einfach. Kommen wir zu den restlichen drei Motiven. Die habe ich ebenfalls skizziert und mit Transparentpapier übertragen. Diesmal wollte ich ein bisschen das Medium wechseln und ein bisschen mit meinen Markerstiften malen. Zum Thema Mund habe ich mir so viele Gedanken gemacht. Ich hatte keinen Bock, ich wollte das ein bisschen fantasymäßig machen. Ich hatte keinen Bock auf so Standardzeugs. Dachte als erstes an ein Krokodilmaul, aus dem ein Menschengesicht hervorlugt. Und zum Schluss wurde es ein Bärenmaul, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Es wurde was anderes. Menschengesicht mit Zähnen. Auf jeden Fall hat es sehr viel Spaß gemacht, dieses Motiv zu malen. Bei den nächsten zwei sah das anders aus. Keine Ahnung, inwieweit das noch dem Thema Mund entspricht. Es geht eher Richtung Zähne. Aber naja, das nächste Thema war ja Thema Schlagring. Und da wollte ich wieder irgendwo unbedingt Kristalle einbauen. Also dachte ich an einen Kristallring-Schlagring. Kristallring-Schlagring? So nennen wir den jetzt einfach mal. Und in meiner Vorstellung sah das richtig cool aus. Aber tatsächlich habe ich es komplett verkackt, diese Kristalle irgendwie umzusetzen. 3 Millionen Mal Kristalle gemalt. 3 Millionen Mal zufrieden gewesen. Aber diesmal ging es gar nicht. Ich weiß nicht, woran es lag. Lag es vielleicht daran, dass es schon das dritte Motiv war, dass schon ungefähr 6 Stunden vergangen sind. Keine Ahnung. Dann erinnerte ich mich an die Eskapade mit der Upgrade-Box, mit der allerersten Upgrade-Box, die ich bekommen habe, mit dem ausgelaufenen Kleber.
und dachte, warum versuchen wir unser Glück nicht nochmal? Wenn ich schon sauer bin, dann richtig. Ich habe also überall, wo es nur ging, diesen Kleber aufgetragen, ein bisschen gewartet und dann die Silberfolie draufgepackt. Und tatsächlich hat es geholfen. Es hat die Sache etwas besser gemacht. Dann bin ich bei dem letzten Thema angekommen und da konnte ich schon nicht mehr. Ich weiß gar nicht, war das 7. Stunde? Ich habe keine Ahnung. Ich habe den ganzen Tag dran gesessen und da konnte ich schon gar nicht mehr und wollte schnell fertig werden. Thema war Thema Maiskolben oder Maisfeld. Jetzt, nachdem ich dann komplett fertig war, dachte ich mir, Maisfeld, was hat denn das mit Mystik zu tun? Ich wollte doch Mystik-Edition machen. Aber ich denke, Maisfeld ist mystisch genug an sich. Zum Schluss zeige ich euch nochmal, wie die Rückseite meiner Bilder aussieht. Denn das, was wir hier benutzen, ist kein richtiges Malpapier, sondern halt Druckerpapier. Das ist der Nachteil. Das würde ich mir wünschen bei den nächsten Ausgaben, dass sie tatsächlich auch darauf achten, dass das Papier etwas robuster ist oder etwas geeigneter ist zu malen. Sowohl Acryl, Aquarell, Gouache als auch Marker drücken einfach komplett durch, so dass ich mir nachher überlegen muss, was ich auf der anderen Seite machen werde. Für die nächste Folge dachte ich, machen wir das ein bisschen anders. Und zwar suche ich mir jetzt schon die nächsten Seiten aus und ihr schreibt mir dann in die Kommentare, was ich dazu malen soll. Und das erste Thema ist Troll. Ja, das ist schon mystisch an sich genug. Da werden wir bestimmt was finden. Also ich möchte beim nächsten Mal jetzt keine Doppelseite mehr machen, sondern einzelne Begriffe raussuchen. Und das nächste Thema ist Traum. Steht auf der linken Seite. Und auf der rechten Seite steht Albtraum. Was sollen wir jetzt nehmen? Traum oder Albtraum? Ich wollte ja keine Doppelseite mehr machen. Aber ich glaube, wir machen hier trotzdem einfach eine Doppelseite. Das ist ja jetzt auch eine riesengroße Fläche. Könnte eigentlich ganz geil werden, ne? Okay, dann nehmen wir beide Seiten und machen aber ein Bild draus, was sich so ineinander verschmilzt. Thema Traum, Albtraum. Da könnt ihr mir gerne was in die Kommentare schreiben, was ich dazu malen soll. Das war also Teil 2 unserer Serie. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt meinen Kanal gerne kostenlos abonnieren, ein Like hinterlassen und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bye!